was geht? Ich bin gleich auf dem Weg zum Nordwestzentrum, weil da heute 3x3 deutscher Pokal ist. Findet leider heute nicht an der Hauptwache statt, wegen schlechtem Wetter. Deswegen mussten die das Ganze in die Halle verschieben. Ja, Mann, ich nehme euch da auf jeden Fall ein bisschen mit. Schweezy ist da mit seinem Team. Haben die sich dafür qualifiziert? Brauchen auf jeden Fall ein bisschen Support. Und ja, wir hoffen, dass sie auf jeden Fall die Qualifikationsrunde überstehen und wir sie morgen dann hoffentlich bei gutem Wetter an der Hauptwache seht. Und ja, Mann, ich nehme euch mit. Digga, stabiler Adler hier. So, Loris, Stimmung von der Bank direkt. Energie, ja, Energie. Jetzt geht's richtig los. Energie. Ist gut, wir haben den Ball am Anfang. Let's go. Security macht Stress, trotzdem easy. Leute, ihr seht schon an meiner Sonnenbrille, heute besseres Wetter. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Viertelfinale, Halbfinale, Finale von der 3x3 Champions Trophy. Heute können sie draußen spielen, sehr nice, also an der Hauptwoche. Da gehen wir jetzt hin. Genau, bisschen Schweezy supporten, der stabile Adler, aber auch sehr nice, freut mich sehr. Unser Kollege und großer Podcast-Supporter. Felix Rizassi-Feilen hat es auch mit seinem Team ins Viertelfinale geschafft. Beide haben sehr taffe Paarungen gegen Team Klatsch und der Stamm. Deswegen, ja man, wird geil. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Wir machen ein paar nice Interviews auf jeden Fall und yes, sir. There we go. Schon gut voll. Suchen wir erstmal die Jungs. Stabiler Adler, wo seid ihr? Für alle da draußen nochmal, das ist professionelles Pre-Game-Warm-Up von Stabiler Adler und Co. Stramm. Auf jeden Fall nice. Viel Erfolg weiterhin, Jungs, ja? Kannst du kaum glauben. Bist du der von Tumen Game, oder wie? Ja, ja, ja. Hatten Sie ein Spiel eigentlich? Ich hab jetzt ein Spiel. Wollt ihr mitkommen? Okay, wann? In 20 Minuten. Spielen gerade die Mädels schon? Bei ihrer Instagram-Story haben sie 13.20 Uhr. Ja, Digga, ich hab Unrecht gehabt. Ja, alles klar, okay. Na gut. Gerade läuft 3x3 U18 Finale. Crazy Frankfurter Aussicht mit Skyline. Also, wir haben hier Joel von den Berlin Braves gerade das U18-3x3 Turnier gewonnen. Wie ist die Stimmung so? Also, war schon sehr nice auf jeden Fall, weil wir haben auch die deutsche Meisterschaft, ja, und wir Zweiter. Und dann war das jetzt für uns so wie Revenge sozusagen. Haben dann im Halbfinale wieder gegen Frankfurt gespielt. Und natürlich war für die, die mussten gegen uns gewinnen, ist auch den City, aber am Ende haben wir gewonnen. Und dann im Finale, ja, konnten unsere Rache bekommen. Wir haben sehr nice zusammengespielt. Das Feeling war nice. Wir hätten uns vielleicht ein knapperes Game gewünscht, weil am Ende war es immer noch hoch gewonnen sozusagen. Aber war schon sehr nice auf jeden Fall. Also ihr habt es gehört, Back in Blood. Sie haben Rache bekommen. Sehr gut gespielt, gute Stimmung.
Ich habe gesehen, du hast sehr viel geflext, viele Blocks rausgeholt. Wie ist es so von den ganzen Leuten als junger Basketballer? Vor den Leuten? Ja, mit der ganzen Tribüne. Ja, also wir hatten ja gestern in der Halle und so mit den ganzen Menschen ist schon ein anderer Vibe, weil du machst was, kannst dich so fühlen und dann sind so alle hinter dir und dann jubeln so, ist schon ein cooles Gefühl auf jeden Fall. Ja. Wir haben hier Dia Soliman von der Stamm. Wie ist das so? Ich habe viele Meinungen heute gehört. Jeder sagt, der Stamm ist großer Favorit hier. Wie ist das mit diesem Chip on the Shoulder hierher zu kommen? Ja, also wir werden auf jeden Fall versuchen, unseren Titel zu verteidigen, ist klar. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar gute Teams, die guten 3x3 spielen. Klatsch ist seit gefühlt 50 Jahren unser Dauerbrenner-Gegner. Die haben ein gutes Team, werden von Leon fertig unterstützt. Also die wissen, was sie machen auf dem Court. Mal sehen, Hauptsache wir haben Spaß bei der Sache, das ist das Wichtigste, denke ich. Und dass den Zuschauern auch ein guter Sport geboten wird, ist auch wichtig. Und mal sehen, wohin die Reise geht. Wie ist das so? Also ihr tut ja immer Teams zusammen und geht auf Turniere deutschlandweit, manchmal auch europaweit. Ist so ein Ding, man macht das so ein bisschen für die Culture oder für die jungen Baller. Ja, auch. Also beides kombiniert. Also zum einen versuchen wir natürlich immer zu gewinnen. Gleichzeitig versuchen wir auch eine Plattform für jüngere Spieler zu bieten, wie bei der deutschen Meisterschaft zum Beispiel vor 2-3 Wochen. Da war Rupi dabei. Rupi ist eher jüngerer Spieler und nicht so erfahren. Aber wir haben gesagt, wir schmeißen ihn einfach ins kalte Wasser, weil wenn wir ihm nicht diese Plattform bieten, wer sonst? Und nur so wird man besser. Genau. Ihr habt es hier gehört. Marcel Pi, hast du noch eine Frage? Ich frage noch, wie schafft ihr es immer, so ein gutes Spieler letztendlich trotzdem? Ihr habt ja schon immer taffe Spieler am Start. Wie ist das einfach so eine große Community, die stetig wächst einfach, oder wie ist es? Ja, also man muss sagen, wir haben sehr früh angefangen. Das ist ein kleiner Wettbewerbsvorteil gewesen, glaube ich. Und da, wir haben auch, glaube ich, so ein gutes Händchen, was das Potenzial angeht, also was das Erkennen von Potenzial angeht. Also zum Beispiel der Kevin Jebo, der hat bei uns gespielt, da war der noch Regionalligaspieler, aber man hat gesehen, der ist Upside nach oben auf jeden Fall. Rupi genauso, der hatte Fußball gespielt. Also Rupi hat mit 18 Jahren erst Basketball begonnen, aber man hat gesehen, okay, der bewegt sich elegant, der hat eine gute Grundathletik, kann natürlich noch gar kein Basketball spielen oder konnte nicht vor 3 Jahren. Aber das muss man frühzeitig erkennen und nicht erst, wenn ein Spieler ja fertig ist. So, ne? Anders war es bei Kostya Muschidi, da weiß die ganze Welt, dass er zocken kann. Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass man gute Charaktere hat. Weil wenn ein fauler Apfel kann den ganzen Stamm, glaube ich, oder Baum kaputt machen. Und deswegen versuchen wir auch immer zu gucken, dass das gute Jungs sind. Und ansonsten ist so, ja, Familie, die wächst. Safe. Vielen, vielen Dank, wirklich. Also, wir sind hier live mit zwei Spielern von der Stamm. Hohe Erwartungen heute, großer Favorit beim Champions Trophy Turnier. Wie ist es mit diesen hohen Erwartungen? Ist easy. Easy? Ja, gehört dazu, gehört zum Sport auf jeden Fall. Wir freuen uns aufs Spiel und wir freuen uns auf die Atmosphäre hier. Alles klar. Wir haben auch hier links neben mir Kevin Jebo, effektivster Spieler der BBL. Wie ist es so? Also du hast ja nicht unbedingt einen Grund hierher zu kommen, du könntest auch Off-Season grinden. Wieso kommst du immer wieder zu diesen 3x3-Turnieren? Was ist die Motivation dahinter? Ja, ich bin mit meinen Jungs so, man hat Spaß, es macht Spaß, 3x3 so. So habe ich angefangen Basketball zu spielen, deswegen habe ich schon viele Gründe eigentlich immer hier zu sein. So. Auch für dich noch eine Frage, wie ist es so der Teil von der Stamm zu sein? Wir haben gerade noch mit dem Teammanager gesprochen. Er sagt, es ist so eine Art große Community und man will euch diese Plattform geben, damit ihr euch weiterentwickelt. Ja, es ist auf jeden Fall eine große Sache dabei zu sein, die verschiedenen Turniere mitzuspielen. Paris oft, jedes Jahr fast. Ich versuche so oft wie möglich mitzuspielen und jedes Mal, wenn wir hier sind, haben wir eine Menge Spaß. Ich spiele mit alten Teamkollegen, mit Kevin und anderen. Kostian zum Beispiel heute nicht dabei, aber der ist auch normalerweise im Sommer dabei und es ist eine Menge Spaß und wir versuchen so viel wie möglich zu gewinnen. Noch als abschließende Frage, wie ist das so, wenn jeder unbedingt das Highlight gegen einen catchen will, weil man so der größte Name hier ist?
1,34 noch. Fühlst du Pressure oder gar nicht? Nee, das ist doch cool. Also, ist doch cool dann auch für die anderen Spieler, wenn. Ja, ist eine Herausforderung zu haben und so, aber. Ja, ich glaube, am Ende so geht es eigentlich darum, dass man einfach hier kommt, so Competition competiten will und. Ja, wenn jemand. Ich weiß, wenn jemand halt Buddy catchen will, dann so ist. Dann soll er erstmal versuchen. Das war's. Ist cool für die Kiddies so, ne? Was Gameplan? Gameplan ist, dass wir mehr Zweier treffen. Okay. Gameplan los? Ich rede heute nicht. Was? Ich rede heute nicht. Okay, Lockdown. Wichtigste Meinung jetzt. Na gut. Was sagst du dazu, dass ein Teammate von dir noch nicht mal da ist? Also ich. Soll er machen? Gameplan hat gesagt, nicht so viele Fouls wie gestern. Genau. Ziel ist, dass die zwei Vollidioten neben mir nicht so viele Fouls machen. Expertenmeinung, Borsi, Bruder. Ich glaube, wir haben jetzt gut gesagt, nicht viele Fouls machen, Zweier fetzen, dann ist alles drin. Deine Eltern reinrufen, deine Eltern sind nicht stolz. Ich schwöre, Digga. Nein, mein Gott, Digga. Wird dreckig. Luis, willst du noch mal ganz kurz was sagen? Gerade nicht mal Leon Pferd die Hand gegeben, Digga. Das ist tough. Okay, kein Kommentar. Wenn das nicht Ben Link ist, extra yo, was für geht? Frankfurt, extra angereist. Fanbase muss da sein, Digga. Ben, Gameplan für die Jungs, was sagst du? Digga, das, was sie am besten können. Harte Defense, Digga. Ich meine harte Defense, die Gegner. Okay. Digga, die müssen sich jeden Ball erkämpfen, Digga. Okay. Dann einfach solide Punkte machen, die Punktemacher, ein paar Dreier drauf. Genau, Scoring hat ein bisschen gefehlt gestern, ne? Scoring, aber weiter hart verteidigen, nicht zu viel Fouls. Hart sauber. Shoutout Speedway. Weniger Foul, Digga. Aber nicht weniger hart verteidigen, Digga. Das ist ganz wichtig. Ja, Mann. Und ansonsten gute Chancen, würde ich sagen. Ben, ich danke dir. Wir können jeden schlagen. So ist es aus, oder? Ben. So muss sein. Fashion. Oh! Somewhere in Let's go! Bruder, ja, lange nicht mehr gesehen, direkt vor die Cam. Oh mein Gott. Ich bin heute da zum Supporten. Ich hab schon gesagt, die müssen spielen. Ich sehe heute einfach nur gut aus. So. Geil, Mann, geil. Weißt du? Was machen die Jungs heute jetzt? Unglaublich. Die machen das auf jeden Fall. Ich hab 100% Vertrauen in die. Safe. Was geht ab? Ja, Mann. Represent. Ich hab gestern nicht gesehen. Ich war arbeiten, Bro. Ich war ganz kurz in der Halle. Ich hab mir ein Spiel von Leon angeguckt. Und die haben natürlich gewonnen so und ja man jetzt ein Spiel stabiler Adler auf jeden Fall, Alter. Wo ist der Kasten? Wo ist der Kasten, Jungs? Der Mann braucht ein Bier. Lotta, komm Lotta. Der Mann braucht ein Bier. Da wird das erste Bierchen schon mal aufgemacht. Jawoll. Eingestimmt. Dann mit dem Wodka noch. Cheers, Jungs. Auf stabile Adler. Felix Rissassi. Ruf ihn mal. Pfeile. Erstes Game der Herrenkategorie, stabile Adler gegen Team Klötz. Deine Meinung? Also, Klötz und natürlich starkes Team, aber die stabile Adler auch. Ich denke, wenn die Jungs gut in das Game reinkommen, dann könnte da was gehen. Könnte ein spannendes Game heute werden. Ich bin immer der Letzte. Bist du ready überhaupt? Ich bin born ready. Was wird der X-Faktor heute sein? Kevin Yebo ausschalten. Kevin Yebo ausschalten, ihr habt's gehört. Der einzige BBL-Superstar hier. Shoutout Kevin Yebo, though. Das ist ein Quarterfinal gegen die stabilen Adler. Ich habe gesehen, man hat sich nicht die Hand gegeben. Was ist die Stimmung gerade? Ja, ich glaube, die stabilen Adler, die nehmen das sehr ernst und lassen die Freundschaft jetzt erstmal beiseite sein. Für mich ist es gar kein Problem. Ich bin gut mit den Jungs, alles locker. Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen, auch das Spiel zu gewinnen und nehmen den Kampf dann an. Klare Ansage, Freundschaft beiseite legen. Was wird der X-Faktor sein? Was ist der Gameplan? Dominieren, gewinnen, Gas geben, die Physischkeit matchen. Man hat gestern gesehen, die Jungs haben sehr physisch gespielt, waren unangenehm. Uns aber trotzdem auf uns fokussieren und nicht darauf einlassen. Und dann glaube ich, dass es gut wird. Also, wir sind hier mit Niklas Schüler, hallo. Von Team Klötz. Hohe Erwartungen immer bei Team Klötz bei so Turnieren. Wie ist es so mit diesem Chip on the Shoulder? Ja, die letzten Turniere haben wir eigentlich immer den Chip auch auf der Schulter gehabt, aber dann immer Halbfinale oder Finale versagt. Jetzt haben wir Leon dabei.
diesmal darf es nicht schief gehen. Wir müssen diesmal durchziehen. Und jetzt auch hier gegen die stabilen Adler. Gegen die haben wir am Donnerstag schon ein bisschen probiert oder trainiert. Da lief es ganz gut, deswegen sind wir positiv gestimmt. Also ich war beim Scrimmage dabei und ich glaube es waren 3 Spiele. Und Team Clutch hat mit 3 Spielern gespielt, alle 3 Spiele gewonnen. Also die Stimmung ist auf jeden Fall da. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch viel Glück. Danke, danke. Ja. Also wir sind hier mit Lukas Zerner von Team Clutch. Wir sehen auch schon im Hintergrund Loris Eklu. Es wurde sehr viel gesprochen vor dem Viertelfinale. Sehr viele Ansagen gemacht. Und die haben wir ihn auch schon. Ja, es wird persönlich, meint er, im Viertelfinale. Nochmal? Loris Eklu meint, es wird persönlich im Viertelfinale. Echt? Also, klar, ist mein Bruder, aber... Klar, ist mein Bruder. In dem Finale zählt es nicht. Da sagst du Jutti gar nicht? Nö. Der kann... Ich weiß, dass Loris viel redet, so, aber ich denke, wir sollen jetzt immer wie Stammgestern einfach spielen und dann klappt es schon. Was ist der Gameplan für dich heute? Mich nicht von dem, was Leander und Loris so machen, beeinflussen lassen und Basketball spielen. Ihr habt's gehört. Loris Eklu, willst du noch eine direkte Antwort darauf geben? Er hat gesagt, er will sich nicht von dir beeinflussen lassen. We locked in. Ihr habt's gehört. Wir haben heute noch das erste Viertelfinale der Damen. Danach direkt das erste Viertelfinale der Herren. Es bleibt spannend. Der stabile Adler beim Warm-up. Sieht schon mal impressive aus auf jeden Fall. Kann so weitergehen. Sehr gut. Stabile Adler-Anhänger sind ready. Was so Endresultat oder so Message für was geht, wie geht's weiter für dich, für euch? Ja, weiter, Kopf hoch einfach. Nächstes Jahr ist auch noch deutscher Pokal. Da fliegen die Adler wieder rein. Leider am Ende des Tages, wir haben nicht getroffen. Ich glaube, was einen Unterschied gemacht hätte, wäre, wenn wir gestern auch die 2 Spiele hier draußen gehabt hätten, dass man vielleicht schon den Court kennengelernt hätte, vielleicht die Welle. Gestern, wir haben gut getroffen, klar, gegen Stamm so, aber hat ein bisschen wehgetan, Fouls haben wir ein bisschen, am Ende waren dann zu viele. Lukas trifft 2 Freiwürfe, oder Gott weiß warum. Und vielleicht hätte man da von uns auch werden noch ein bisschen besser zusammenspielen müssen. Wir haben manchmal ein bisschen zu viel diese Einzelaktion gemacht, gerade nach der Tradition. Aber also wir haben gefightet, Bruder, es war ein close game. Das ist Nummer 1 Team Clutch, weißt du, wir haben das Ding schon so über jahrelang in Folge gewonnen. Aber am Ende waren es auch einfach ein paar leichte Würfe oder die Würfe, die man trifft oder nicht trifft. Sonst heftig. Ja, Mann, danke euch.